Yo Leute, was geht und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Vato Gaming. Und ich greife gleich mit meinem zweiten Account an. Und ich habe hier ein paar Farmtruppen. Ich zeige euch danach auf jeden Fall noch den CK. Der war knapp, aber nice. Also hat unser Clan richtig gut gemanagt. Wir werden ungefähr so in 3 bis 4 CKs Level, Clan Level 5 erreichen. Ist jetzt zwar nicht so spannend, aber es geht. Also die Community, die da drin ist, ziemlich nice, dass ihr alle noch da seid, falls ihr zuschaut. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mit mit 10 Riesen rein und jetzt mit Barbaren und Bogis. Ich greife gerade mit Barge an. Alter. Okay. Auf jeden Fall ein Malzauber. Gut, jetzt ein Bogis, das war's. Jetzt muss ich mit dem Zaubern aufpassen, dass ich die jetzt nicht auf einmal schmeiße. Ich habe ja noch einen Eismagier und das Kampfholz, aber die werde ich mal, nicht Kampfholz, Rambock. Alter, Kampfholz, die Clash of Clans, das wäre richtig scheiße. Naja. Ja, das werden ungefähr 2 Sterne, hoffe ich mal. Nö. Eieieiei. Dann 1 Stern. Oder? Ja, keine Ahnung, ich hab grad. Es ist gerade das Clash Royale Update draußen, also. Übelst nice. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich beende mal das. Und jetzt zeige ich euch den Zucker. Ja, wir haben gewonnen. 46 zu 45, Alter, das war übelst knapp. Aber jetzt schaut mal, wie schlecht der angegriffen hat. Mein Gegenüber hat mich nur 1 Stern geholt mit Lavalonien. Was macht man? Dann die Klammer blocken, okay. Aber dafür hat er jetzt seinen Kniefall. Wo ist sein Killsquad? Und was ist das für eine Taktik? Er hat damit nichts erreicht, außer einen Stern. Das war's. Ziemlich schlecht. Brauchen wir gar nicht mal weiter anzusehen. Mein Angriff war. Nee. Oh ja, Replay One. Ich wusste halt, dass wir den Sekar gewinnen werden, deswegen habe ich einfach nur auf gut Glück 2 Sterne geholt. Also, dass ich weiß, dass ich die safe kriege. Mit einem Queen Walk. Und Valkyrie mit Quakes, also Erdbebenzaubern. Ich weiß, viele mögen die Erdbebenzauber nicht, weil sie einfach. Weil die Erdbebenzauber können Level 1 sein und damit und 4 davon reichen, um Level 12er Mount zu zerstören. Und das nervt viele. Naja, also ich finde es eigentlich cool und gut. Ja, jeder hat halt seine eigene Meinung. 30%, ja. War ein kleiner Update. Was für Update? Recap. War ein kleiner Recap von Clash of Clans der letzten Woche. Und den CK davor haben wir auch gewonnen. 43 zu 40, auch nice. Ja. Ich kann ja nochmal angreifen gehen. Nee, oder. Ja, okay, einmal. Einmal noch. Ich hab diese Base hier. Ah, da ist ja ein Bombenturm. Hab ich ja gar nicht gesehen. Jetzt muss ich. Ernst. So, und jetzt geht er kaputt. Jetzt place ich hier den anderen. Ein paar Mauerbrecher und die Magier. Und jetzt warte ich, bis ich einen Tunnel geschafft habe, damit meine Valkyren reinlaufen können.
Ja, das sollte reichen. Gift schon mal bereit für die Queen. Genau, jetzt. Heilzauber. Und Wutzauber drauf. Und das Rathaus mit dem dunklen Elixierlager fällt automatisch. Nice. Hab mir das dunkle Elixier, was ich für. Also ich habe auf jeden Fall mehr dunkles Elixier zurückbekommen, als ich ausgegeben habe. Auch wieder ein nicer Punkt beim Angriff. Okay, aber 50% weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Nee. Nope. Passt. Ja, ungefähr 2800 Dunkles. Aber ich nehme wieder die Hol dir den Loot-Taktik. Ja, das war's noch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ich werde wahrscheinlich auch noch in dieser Woche wieder ein Clash of Clans Video bringen. Da war gerade ein bisschen Schmutz auf dem Handy. Also kommt dieses Woche auf jeden Fall noch ein COC Video. Vielleicht zu diesem CK jetzt. Bei dem wir gerade noch am Suchen sind. Seit 13 Minuten. Ja. Und ciao. Okay, tschüss.